42 von 60 Teilnehmer der 24 Stunden von Le Mans stehen fest. Am Montag gab der HCO den ersten Teil der Starterliste bekannt, die weiteren 18 Teilnehmer werden am 1. März verkündet. Überraschungen blieben bei der heutigen Präsentation aus, denn bei den 42 vorgestellten Startern handelt es sich im Wesentlichen um die Teilnehmer der Langstreckenweltmeisterschaft WEC, deren Supersaison 2018-19 Mitte Juni in Le Mans zu Ende geht. In der Top-Klasse LMP1 sind 8 Autos gemeldet, darunter auch die Bicolles-Mannschaft, die das nächste WEC-Rennen in Sebring auslassen wird. In der LMP2 stoßen zum Feld des WEC-Starter die G3-Mannschaft von Roman Russenau und das britische Team RLRM Sport hinzu. Beide Rennställe setzen auf einen O-Ricker. In der GTE Pro fehlen noch einige Teilnehmer, mit denen fest in Le Mans gerechnet wird. Aber sowohl die beiden Werks Corvette, sowie die je zwei Autos von Porsche und Ford aus der IMSA-Meisterschaft sollen am 1. März bei der zweiten Runde der Präsentation bestätigt werden. In der GTE AM geht die deutsche Proton-Mannschaft mit einem Großaufgebot von 4 Porsche 911 RSR an den Start. Mit dem Team von Ben Keating aus den USA wird erstmals ein Privatteam einen Ford GT einsetzen. Die beste Tig 10 Teilnehmer der 24 Hours Le Mans 2019, Rebellion. MTEK BMW.